Friends, was geht ab? Heute sitzen wir hier mit dem guten Dorian, mit dem Hook-Monster, wenn man das so sagen kann. Wie geht's dir, Bruder? Gut, Bruder. Du? Bruder, ah, Bruder, ich hab's versprochen nochmal, Bruder, sorry. Ich sag du, nicht dir. So, egal, Bruder, kommt doch lustig. Nicht dir. Bruder, du, was ist du? Du? Ah, wie geht's dir? Gut, du? Auch gut, du. Bruder, alles gut. Bruder, nachdem du Cypher übersprungen hast, muss es dir gut gehen, ne? Ja, Bruder, zum Glück. Also, danke nochmal an Colin, dass er das so machen konnte, weil ich war ja nicht da. Ich war in den Ferien, danach war ich krank und dann konnte ich nicht zu den Cyphers kommen, leider. Aber ich konnte trotzdem weiter, weil Colin hat gesagt, ich wäre safe, sowieso in den Top 12. Deshalb hat er mich einfach weitergelassen, habe ich ein bisschen gedribbelt. Dankeschön nochmal an Colin. Wie viel hast du Zeit? Bruder, lass über Geld nicht reden und sowas. Sonst wird Colin sauer. Bruder, was ist so dein erster Eindruck? Wir haben heute den ersten Tag hinter uns in der Villa. Was ist dein erster Eindruck? Wie findest du die Villa? Wie läuft's alles? Die Villa, von draußen, ich dachte erstmal Müll, Bruder. Ja. Und dann sind wir reingegangen, war richtig krass. Erstmal, du siehst Pool und so, das war schon krass. Sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. So krass noch nie. Für mich heute war chill, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich habe ja zugeguckt. Und das war spannend auf jeden Fall. Beide sehr stark. Hm. Aber, Bruder, wenn ich an deren Stelle wäre, Bruder, ich wäre kaputt jetzt. Ne? Ich wäre erstmal schlafen gegangen, depressiv, Bruder. Also, vor allem ohne Ibra oder so. Ohne Ibra sowieso nicht. Ich hätte niemals ein anderes Duo machen können. Mhm. Und dass ich überhaupt hier bin, ohne Ibra, ist ein bisschen komisch für mich. Weil ich mache nie Musik alleine. Also, ich mache schon Musik alleine, aber nicht mit anderen Menschen eigentlich. Kommen wir mal zu Ibra. Finde ich sehr interessant. Mhm. Wie kam es dazu, dass ihr euch auf einmal getrennt habt bei den Live-Auftritten? Weil ihr wart als Duo da in der ersten Runde und auf einmal seid ihr getrennt in der zweiten. Ja, das war ja nicht geplant. Das war ja, weil die ausgewählt wurden, ja, ne? Ja, wir wurden ausgewählt, ja, natürlich. Ja. Man hat auch gesehen, wir waren ein bisschen genervt, das hat man direkt gesehen, vor allem bei Ibra, das hat man den richtig angesehen, dass er richtig genervt war. Aber wir haben es so genommen, wir haben unser Bestes versucht. Ja. Denkst du, wenn ihr leider zusammen wärt, hätte der das auch geschafft? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, weil das war auch nicht jetzt die beste Gruppe, also die haben jetzt nicht, die Chemie war ja nicht da. Mhm. Shavin, Ibra und Hamdi. Ja, so Ibra und Hamdi, okay. Komplett verschiedene Künstler. Ja, das ist komplett anders. Aber ihr hättet ja versuchen können, die Karten zu nutzen. Zum Switchen. Weißt du? Also, meinst du, damit ihr tauschen könnt? Ja, nein, ich wollte nicht. Ich bin ein Mensch, ich mach sowas nicht. Okay. Ich bin jetzt mit Coco und Henok und das mache ich jetzt auch so weiter. Okay. Ja. Das mache ich so. Also, ich würde nicht ändern. Aber hat sich ja gut angehört bei dir, Bruder. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. So, kommen wir mal zu was anderem. Lass mal diese Musik beiseite. Erstmal, wie alt bist du? Bruder, ich bin 17. 17, ja, sehr jung auf jeden Fall noch. Okay. Was für ein Landsmann bist du? Bruder, ich bin Albaner. Albaner, okay. Mal Hand hier. Albaner, Bruder. Muss. Okay, kommst du zu deiner Frage. Hattest du schon mal was mit Kriminalität in Verbindung? Ja, Bruder, auf jeden Fall. Also, was heißt auf jeden Fall? Also, da gab es schon Sachen, die nicht cool sind, aber dumm. Das war auch länger, ja. Willst du erzählen? Ja, Bruder, ich kann auf jeden Fall was erzählen. Damals, als ich 14 war, zum Beispiel, habe ich einen Lieferwagen geklaut. Was? Ja, Bruder. Was für ein Lieferwagen? Wie alt? Ich war 14. Mit 14 hast du einen Lieferwagen geklaut? Ja, Bruder. Normal, ich bin Albaner. Ja. Aber wie, seit wann kannst du dein Auto fahren? Und dann auch noch... Bruder, ich konnte es einfach. Wie? Bruder, jeder kann es doch. Junge, in Pristin, du wie, jeder kann es doch? Bruder, jeder kann doch Auto fahren irgendwie. Bruder, keine Ahnung. Ich konnte es einfach. Auto fahren, Bruder, das ist einfach wie Musik. Ich konnte es einfach. Wie, Bruder, das musst du doch lernen, Bruder. Nein, Bruder, das musst du nicht lernen. Okay, was für ein Lieferwagen war das denn? Bruder, das war, wenn ich das so sagen darf, ich weiß gar nicht, aber Deutsche Post Lieferwagen. Ich bin zur Filiale hingegangen, es war Sonntag, da war Bus und Bahn und so waren kostenlos. Du durftest hinfahren, wo du willst und musstest nichts zahlen. Und dann war ich auf einmal dort hinten bei dieser Deutsche Post und dann, keine Ahnung, was in mir drin war mit 14. Ich wusste nicht, also wenn ich jetzt so zurückdenke, das war richtig dumm. Und dann sind ich und ein Kollege einfach reingegangen, haben diese Schlüssel genommen, sind einfach losgefahren. Ach, der war offen, der Wagen, und ihr seid schnell weggegangen, als der Postbote. Ich bin reingegangen in die Filiale, hab den Schlüssel genommen, hab geguckt, welcher Wagen. Wie hast du den denn bekommen? Bruder, das kann ich sagen. Nicht? Nicht, wie ich reinkomme, nicht. Also ich check, tamam. Okay, aber, und dann hast du den Schlüssel genommen? Mhm. Und hab geguckt, weil da standen ja 20 Stück. Ich guck, ich mach's auf, ich stehe so ganz hinten. Ich bin hingegangen, ich bin eingestiegen, ich bin losgefahren. Aber gibt's keine Kameras und so? Kein Alarm, nix? Nein. Warum nicht? Dort Alarm gibt's, aber da war so, ich wusste den Code. Ah. Ich wusste den Code. Deswegen, der hat diese... So eine, du kannst wahrscheinlich einen Mitarbeiter, denke ich mal. Kontakt sprechen für sich. Aber das war nie geplant. Ich habe jetzt nicht gesagt, ey, guck mal, Code, ich weiß ihn jetzt und deswegen mache ich das. Aber was hast du denn mit dem Wagen gemacht? Woher wusstest du den Code? Oder nix, einfach gefahren. Wie? Janni, du hast Sachen... Bruder, ich war 40, ich war dumm. Ich warum hast du denn nicht dieser, Bruder, zu deinem Onkel, albanischer Onkel, Bruder, der hat die dicke Parade damit gemacht? Bruder, mal, es wurden ja auch Pakete mitgenommen.
Schon, ja, also ihr habt schon was damit gemacht. Also, so, der will nicht fragen, Bruder. Du müsst alles rausholen bei dir. Also ich hab nichts damit zu tun, aber. Ist das mein? Ah, der wird so vorgeschickt. Wie viel Stunts habt ihr gemacht so? Bruder, nix. Wir wurden richtig hops genommen am Ende. Bruder, wie wurdet ihr hops genommen? Wir machen mit. Wir standen an der Ampel. Ja. Und mein Kollege, der stand da und der hatte Angst, weil ein Wagen kam neben uns mit diese reflektierende Licht, das Polizei auch hat. Und er macht direkt aus Reflex, hat er so seine Dings hochgemacht. Und er stand da die ganze Zeit. Und das sieht komisch aus, wenn jemand maskiert in einem Lieferwagen sitzt, in einem weißen Lieferwagen. Und dann hieß es, ja, da sind zwei Maskierte in einem Lieferwagen. Und dann kam Polizei direkt. Ich bin links angehalten. Ich bin ausgestiegen, auf einmal ist die so, Polizei driftet rein. Die schreien stehen bleiben und so. Ich wurde gepackt, ich bin weggerannt, der Polizist ist mir hinterhergerannt, der ist hingeklatscht sogar. Der ist sogar hinter mir hingefallen, ich habe sogar nach hinten geguckt, ich habe gesehen, der liegt auf dem Boden einfach. Aber die haben mich trotzdem bekommen, weil ich bin in eine Sackgasse gerannt. Und dann hieß es erstmal, was machen Sie hier, wo sind die Organe? Er hat irgendwas von Organe gelabert. Da dachte ich, ich habe Organe hergeschmuggelt und so. Aber Bruder, die sehen doch, dass ihr 14 seid, Bruder. Aber der wusste nicht, dass ich 14 bin. Das wusste er erst bei der Filiale, als ich mitgenommen wurde. Er hat mich kontrolliert, zu fünf, die lagen, die haben mich zerquetscht und so, die haben geguckt, alles. Die suchen nach Waffen. Ich hatte so eine Jacke, die ziehen meine Jacke aus, die gucken so, die sagen, wo sind die Organe, wo sind die Waffen und so. So, was für Waffen? Ich sag so, ich wollte einfach nur rumfahren. Dann ich wollte einfach nur rumfahren. Ja, Bruder, das kommt schon dumm. Also. Und dann wurden wir wurden halt gefickt, ne? Bei Polizeistation. Was hast du da für eine Strafe bekommen? Bruder, ich habe Sozialstunden bekommen und Jugendarrest. Wie viel Sozialstunden? 50. 50. Wo hast du die gemacht? Ja. Bruder, Amtsgericht, musste sauber machen. Fenster putzen, sauber machen. All das, was die dir sagen musstest, ich musste sogar Zellen sauber machen. Nachdem diese Leute da, die haben ja Gericht, die müssen kurz in die Zellen, die schreien da rum, die spucken da rum, ich musste das alles sauber machen. In diese Dings da. Wie heißt das nochmal, Mann? Diese Aussichterungszelle, wo du für eine Nacht reinkommst. Das ist nicht das. Das ist, wenn du gerade von... PG meinst du? Ich weiß nicht, das ist, wenn du von Knast gerade kommst und so lange auf deinen Gerichtstermin wartest. Bruder, ich habe keine Ahnung. Ich muss ja das alles sauber machen, aber das ist zum Glück alles vorbei. Zum Glück. Und wenn ich 18 bin, ist es auch meine Akte wieder sauber. Haben die mir gesagt, weil das war mit 14. Also so Jugendstrafe. Mhm. Dann ist, wenn ich 18 werde, bin ich sauber. Und dann danach kam gar nichts mehr so an Kriminalität. Mhm. Hast du daraus gelernt? Also man hat schon Scheiße gebaut, aber man wurde halt nicht. Und was mit Führerschein? Hast du keine Einschränkung? MPU habe ich nicht bekommen. Nee, ich habe gerade jetzt meinen Führerschein angefangen. Ich habe keine MPU, nichts zum Glück. Mir wurde gesagt, man muss zweimal erwischt werden. Zweimal muss erwischt werden, fahren ohne Fahrerlaubnis. Also ich wurde angeklagt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Hausfriedensbruch, besonders schwerer Diebstahl. Wallet. Und Einbruch, glaube ich, oder so, weil wie ich in die Filiale reingegangen bin. Irgendwie so war das, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, krass. Das waren dumme Zeiten, sag ich. Na, Bruder, wenn wir dich schulden. Die Bullen haben mich geholt. Wenn wir dich schulden, Bruder, dann ist Ende, Bruder. Ja, Bruder. Hast du daraus gelernt, aber? Ja, auf jeden Fall. Das waren richtig eklige Zeiten. Vor allem wegen meinen Eltern. Also so Mama weint sehen, wegen dir. Du weißt, du hast was Dummes gemacht. So eine richtig dumme Sache. Und dann siehst du die weinen wegen dir. So, das ist richtig... kopfig. Das vergisst du auch nicht. Wie lange warst du im Jugendarrest? Ja. Willst du das sagen? Nein, Bruder. Willst du nicht sagen? Nein. Okay. Würdest du sagen, Bruder, in dem, was du machst, so wie du dich gibst, in deiner Kunst, bist du real? Womit bist du real? Ja, Bruder, auf jeden Fall bin ich real, aber natürlich übertreibt man ein bisschen, weil keiner will dir zuhören, wie du Rosen pflückst oder so. Ich meine, das will ja keiner hören. Ja, ja. Jeder will was Krasses haben, jeder will Bilder machen, jeder will sich vorstellen, was da sagt, so, ob es stimmt oder nicht. Darüber kann man diskutieren, ob du fake bist oder so, aber wenn es am Ende geil ist, ist es ja geil. Wenn es geil ist, ist es geil. Wer ist dein Vorbild in der Musik? Deutschrap? Boah, ich habe gar kein Vorbild zurzeit, ne? Wer inspiriert dich denn? Keiner. Und international? Bruder, keiner. Central Cee auf jeden Fall. Boah, das ist ja gar nicht deine Schiene, Bruder. Bruder, aber ich finde das einfach geil. Ja, Bruder. Bruder, ich kenne ja Central Cee schon vor lang. So, der war voll schlecht damals. Das sind zwei verschiedene Welten, Bruder. Wie meinst du? Ja, Bruder, das ist, er macht was ganz... Was ich mache und was er macht, meinst du? Ach so. Ja, ist schon was anderes. Aber egal, Bruder. Es ist einfach so, ich weiß gar nicht, egal, Bruder. Inspiriert mich einfach. Du hast ein Tattoo, habe ich gesehen. Mhm. Zeig das mal in die Kamera. 1981. Für meine Eltern. Für deine Eltern? Ja. Hast du dir tätowieren lassen? Ja, okay. Das war vor über einem halben Jahr jetzt. Ah, okay. Mit 17, mit 16 habe ich das gemacht. Ja. Du hast schon früh mit vielen Sachen angefangen. Ja, Bruder. Ja. Aber das ist so ein Tattoo, das werde ich niemals bereuen. Das weiß ich. Ja, niemals. Ja, hat ja irgendwo eine Bedeutung, ne? Wobei man jetzt auch sagen kann, Bruder, das wirst du eh nicht vergessen. Wofür tätowierst du dir das? Aber Bruder, man tätowiert sich sowieso keine Sachen, die man vergessen würde. Ist sowieso haram.
So. Und wir haben das bisher so gemacht bei diesen Interviews. Die Künstler dürfen immer das Schlusswort haben. Aber das heißt, nicht normales, sondern in einem Part musst du den rappen. Freestyle. Mit liken und abonnieren. Richtig. Was? Genau. Ja. Halt das Mic am besten so in dieser Höhe, Bruder. Nirgendwo drauf drücken, auf keinen Knopf. Genau. So. So. Boah, Bruder, warte. Boah, ihr wisst, einfach Freestyle nur liken, kann ich gar nicht. Liken, abonnieren und so tschüss und bla bla bla. Ja, Bruder, warte. Ich muss auch nicht lang sein. Also ich will ja auch keinen Druck, man. Das sehen auf jeden Fall ein paar tausend Menschen. Jetzt hast du mich gefickt. Nicht so viel masturbieren, lieber liken, abonnieren. Haut rein. Das Bruder, wir werden egal, Bruder. Wir werden nicht sagen, Bruder. Geil, geil, geil. Sympathisch. Korrekt. Dankeschön, Bruder. Dankeschön, Bruder.